Hier eine seltsame Aufgabe aus dem Bereich der Wahrscheinlichkeiten. Du nimmst an einer Spielshow im Fernsehen teil, bei der du eine von drei verschlossenen Türen auswählen sollst. Hinter einer Tür wartet der Preis, ein Auto, das du gerne gewinnen würdest. Hinter den beiden anderen stehen Ziegen. Du zeigst auf eine Tür, sagen wir Nummer 1. Sie bleibt aber vorerst verschlossen. Der Moderator weiß, hinter welcher Tür sich das Auto befindet und öffnet eine andere Tür, also nicht die, die du gewählt hast und auch nicht die, hinter der das Auto steht. Er wählt eine andere Tür, sagen wir Tür Nummer 3, hinter der aber eine Ziege steht. Jetzt fragt der Moderator, was machst du? Bleibst du bei Tür Nummer 1 und lässt diese öffnen? Oder wählst du jetzt Tür Nummer 2, um das Auto zu gewinnen? Auf den ersten Blick würde man sagen, da Tür Nummer 3 nicht mehr mitspielt, haben wir zwei Türen. Hinter der einen steht ein Auto und hinter der anderen steht eine Ziege. Also spielt es keine Rolle, ob ich die Meinung beibehalte oder ob ich die Meinung ändere. Die Wahrscheinlichkeit, das Auto zu gewinnen, liegt jeweils bei 50%. Diese Überlegung ist aber falsch, wie wir sehen werden. Wir werden die Situation genauestens analysieren. Am Anfang sind alle drei Türen geschlossen und du sollst eine Tür wählen. Da du keine Tür bevorzugst, wählst du Tür 1, Tür 2 oder Tür 3 mit einer jeweiligen Wahrscheinlichkeit von 1/3. Um die Ideen zu festigen, nehmen wir an, dass das Auto sich hinter Tür Nummer 1 befindet, was du als Kandidat aber nicht weißt. Das weiß nur der Moderator. Wenn du am Anfang Tür 1 gewählt hast, dann muss der Moderator eine Tür öffnen, er darf aber nicht die von dir gewählte Tür 1 öffnen, er wird eine andere Tür öffnen, hinter der aber eine Ziege steht. Er hat also hier diese zwei Möglichkeiten, Tür 2 und Tür 3. Da er keine Tür bevorzugt, ist die jeweilige Wahrscheinlichkeit 1/2. In beiden Situationen solltest du deine Meinung beibehalten, um das Auto zu gewinnen. Wenn du am Anfang die Tür 2 gewählt hast, dann wird der Moderator mit hundertprozentiger Sicherheit die Tür 3 öffnen, denn Tür 2 darf er nicht öffnen, weil du sie gewählt hast, und Tür 1 wird er nicht öffnen, weil ja das Auto dahinter steht. Also wird er die Tür 3 mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit öffnen. Und 100%, das macht 1. In dem Falle ist es besser, wenn du deine Meinung änderst. Wenn du am Anfang Tür 3 gewählt hast, dann wird der Moderator mit hundertprozentiger Sicherheit die Tür 2 öffnen. Die 3 darf er nicht öffnen, weil du sie gewählt hast, und die 1 wird er nicht öffnen, weil dahinter das Auto steht. Also wird er garantiert die Tür 2 öffnen. Und in diesem Fall ist es für dich besser, deine Meinung zu ändern, um das Auto zu gewinnen. Insgesamt haben wir also folgende Situation. Die Wahrscheinlichkeit, das Auto zu gewinnen, wenn du deine Meinung beibehältst, liegt bei 1/3 mal 1/2 plus 1/3 mal 1/2. So, also diese Wahrscheinlichkeit liegt bei 1/3. Die Wahrscheinlichkeit, das Auto zu gewinnen, wenn du deine Meinung änderst, liegt bei 1/3 mal 1 plus 1/3 mal 1, also bei 2/3. Und wir sehen, dass die Wahrscheinlichkeit, das Auto zu gewinnen, wenn du die Meinung änderst, ist doppelt so groß wie die Wahrscheinlichkeit, das Auto zu gewinnen, wenn du deine Meinung beibehältst. Also es ist besser, die Meinung zu ändern. Und die Aufgabe ist beendet.